Na, wer hat Lust auf mein Auberginen-Abendbrot-Video? Ich werde Auberginen brauchen, Philadelphia, Zitronen, eine Tomate, eventuell Reste von Käse, zum Beispiel Hirtenkäse, Reste vom KFC-Bucket. Und ja, dann werde ich das Ganze mit ein wenig Mayonnaise und Brot essen. So, die Auberginen werde ich erstmal kurz waschen. Die Aubergine werde ich erstmal kurz waschen. Habe ich gewaschen, die Aubergine? Dann mache ich den Herd an. Das darf man ja hier übrigens auch. Soll ich mal das Licht ein bisschen anders machen? Ich habe übrigens wieder mein Wiener Melange an. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. So ist das Licht doch viel besser, ne? Wenn das hinten aus ist. Ja, dann werde ich etwas Öl nehmen. Ich nehme Sonnenblumenöl von Rewe, beste Wahl. Dann werde ich die Aubergine schneiden. Dass man das sehen kann, das ist ein bisschen doof, dass man das nicht sehen habe zum Beispiel ich schneide erstmal solche Scheiben mittlerer Dicke. So. Ja, dann werde ich wahrscheinlich den Auberginen in dem Öl beim Ölziehen nicht wirklich helfen können. Jetzt werde ich die noch würfeln. Einerlei sollte das werden, aber mit viel, viel Nebenextrakten, die woanders schon ein Einerlei darstellen. Das kapieren die halt nicht. Also wenn ich zum Beispiel Limonensorbet habe, dann habe ich ja als Einerlei schon nur, sage ich mal, das ganze Paket Zitrone. Das habe ich aber hier auch, obwohl es heißt, das sei arme Leute haben nur eine Aubergine. Jetzt werde ich die Aubergine in die Pfanne geben. Dann werde ich was machen? Jetzt noch, tja, ich habe noch Reste. Normalerweise nimmt man das nicht, Brokkoli und so. Tomate kann man eine noch reinmachen. Ja, mein Basilikum ist auch schon durch. Karotten habe ich noch ein paar Reste. Zum Beispiel Karotte. Normalerweise kommt es da nicht rein, aber das ist ja jetzt auch so ein vegetarischer Gemüse-Topf.
Ja, und dann natürlich noch das Hühnerteil. Ne? Das habe ich nämlich hier. Da kann man natürlich Fleischreste nehmen, wie man will. Was? Jetzt kommt die schon wieder. Ja, das ist hier Reality. Jetzt gehe ich hier vom Bein. Und schneid mal. Ordentlich so. Aha. Das mit der Panade kann ich ja auch mitbraten, ist ja egal. Ja, da war ich richtig am Hungertuch am Nagen. Bevor ich nicht im Supermarkt war, mir was zum Kochen zu holen. So, das ist noch ein Rest Brustfleisch. Mit dem Schafskäse ist der überhaupt noch gut. Okay. So, zügig hinzu. Kommt noch Zitrone. Da kann man auch andere Sachen mit Käse reinmachen. Dann nehme ich Philadelphia. Mit dem Mondelez-Label. Und gebe da so ein bisschen was dazu. So ein Messer. Ein Fleischermesserspitze. Ah ja, genau. Und dann nehme ich zum Kochen etwas Milch. Und gieße das mit Milch auf. Dann nehme ich Chili. Gieß den Chili da rein.